In der Anfangszeit des Skisports sorgten noch Lederstiefel mit normalen Schuhbändern für den Halt auf den schmalen Brettern. Im Gegensatz dazu ist ein Skischuh heutzutage ein echtes Hightech-Produkt. Die Auswahl ist riesig und deswegen kommt einer kompetenten Beratung eine immer wichtigere Rolle zu. Beim WM-Sport 2000 in Abtenau ist man hierbei auf alle Fälle gut aufgehoben. Das Schuhangebot im Sportfachhandel wird von Jahr zu Jahr größer. Mit über 3000 Paar verkauften Sportschuhen über das ganze Jahr gesehen, nimmt die Schuhabteilung bei WM-Sport in Abtenau eine ganz wichtige Rolle ein. Neben Lauf-, Berg-, Sport- und Freizeitschuhen gibt es vor allem bei den Skischuhen eine auffallend große Nachfrage. Es gibt relativ einfache Antwort darauf. Es ist so, dass es beim Skischuh generell einen großen Nachholbedarf gibt. Die Schuhe sind in der Qualität wesentlich besser geworden. Was aber vielleicht noch wichtiger ist, die Anpassungsmöglichkeiten sind viel, viel einfacher geworden. Und somit ist es möglich, dass man wirklich den individuellen Schuh für jeden hinstellen kann. Und das spürt er auch in Richtung Komfort. Und dort, glaube ich, liegt die Antwort. Um den richtigen Skischuh zu finden, müssen bestimmte Voraussetzungen stimmen. Andi Pölzleitner, Skischuh-Spezialist bei WM-Sport 2000 in Abtenau, weiß, worauf es bei der Schuhwahl ankommt. Die drei wichtigsten Voraussetzungen sind Markenvielfalt, Auswahl und vor allem genug Zeit für die Beratung. Und genau das finden Sie bei uns beim WM-Sport in Abtenau. Was noch hinzukommt, Füße, auch die eigenen, sind verschieden. Und deswegen ist eine genaue Fußanalyse vor jedem Skischuhkauf notwendig. Bei WM-Sport in Abtenau werden hierfür computerunterstützte Messungen durchgeführt. Aber auch dem eigenen, geschulten Auge wird vertraut. Auf der Seite ist gleich. Wie sportlich bist du mit Skifahren unterwegs? Neben der Geometrie des Fußes hängt die Wahl des richtigen Skischuhs auch vom individuellen Fahrkönnen ab. Schließlich braucht ein Einsteiger einen anderen Schuh als ein Fortgeschrittener und ein Rennläufer fällt wieder in eine andere Kategorie. Die Zuordnung ist hier definitiv nicht immer leicht. Mit Ehrlichkeit des Kunden und Geduld und Zeit des Verkäufers lässt sich aber auch diese Frage lösen. Dass hier jetzt die richtigen Modelle aus dem Regal geholt werden, braucht enorm viel Erfahrung vom Verkäufer. Sind die Schuhe dann erst einmal am Fuß, wird unter anderem eine Flexkontrolle durchgeführt und der Schuh wird genau an den Fuß angepasst. Problemstellen können fachmännisch beseitigt werden. Druckstellen am Skischuh sind ein Problem, speziell an exponierten Stellen wie Knöchelbereich, Vorfußbereich. Und die Lösung dazu ist bei uns, im Vorhinein wird die Schale gefräst oder gedehnt und im Anschluss wird noch der Innenschuh dazu angepasst. Um den optimalen Komfort zu erreichen, gibt es aber noch einen weiteren wichtigen Hinweis. Zum richtigen Skischuh gehören genauso die richtigen Skisocken und vor allem die richtige Schuheinlage erhöhen den Tragekomfort und die Passform um ein Vielfaches. Ist der richtige Schuh samt Socken und gegebenenfalls Einlagen dann erst einmal gefunden, ist das Thema Skischuhkauf aber noch nicht ganz abgeschlossen. Zunächst muss noch die Skibindung genau auf den neuen Schuh eingestellt werden. Ein wichtiger Schritt, schließlich hilft der beste Skischuh nichts, wenn die Bindung beim Skifahren falsch auslöst. Schau, und das Kasten zittert. Dankeschön. Ist die Bindungseinstellung erledigt, steht einem traumhaften und vor allem komfortablen Skivergnügen nichts mehr im Wege. Übrigens, bei WM-Sport 2000 in Abtenau gibt es eine Passformgarantie mit Umtauschrecht. Alle Service- und Reparaturarbeiten an den Skischuhen werden dabei rasch und sorgfältig erledigt. Das ist kein leeres Versprechen. Schließlich will man bei WM-Sport in Abtenau auch nach dem Kauf für die Kunden da sein. Das Motto von Sport 2000 lautet ja nicht umsonst: Beratung, Service, Leidenschaft. Das passt.